So. Willkommen zurück zu Gothic 3. Also, folgendes. Ich habe... meine Mausempfindlichkeit ist wieder so. Ich habe mich tatsächlich mal kurz ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie das mit diesem Mod funktioniert. Und habe rausgefunden, es ist ein Archiv, da sind Audiodateien drin. Und ich habe die jetzt einfach eiskalt rausgelöscht. Also die, die zu den Nachgesprochenen hörten. Ich spreche jetzt einfach alle Audio... Dings, Voice Lines von dem Helden, vom Namenlosen, spreche ich nach und versuche das hinzukriegen. Ich hoffe nur, ich kriege das auch immer hin. Das Problem ist bloß, eventuell graf ich das nicht immer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich kurz die... Das sind übrigens 1214 einzelne Dateien, die mit dem Text drin sind. Und ich habe schon überlegt, ob ich die alle durch eine einzige Datei austausche, damit ich halt immer so ein... Ich habe schon so ein Räuspern aufgenommen. Dass ich dann... Also das könnte vielleicht total nervig werden. Dass ich quasi so ein Räuspern am Anfang habe, wenn ich weiß, dass ich was vorlesen muss. Aber das muss ich gucken, wie gut das klappt. Problem ist, das habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht hinbekommen, weil ich kein Python auf diesen Rechner installiert habe und ich auf jeden Fall das mit einem Skript machen müsste, damit die entsprechenden Dateien alle richtig umbenannt sind. Und ich mein Bash zu schlecht ist, um das hinzukriegen. Aber in Python wüsste ich, wie es ginge. Aber in Dings kriege ich es nicht hin. In Bash. Obwohl es damit bestimmt auch geht. Also wenn irgendjemand ein weiß, wie das Bash-Kommando ist, dass man einen Ordner durchsucht und eine andere Datei von woanders kopiert und mit diesem Namen einfügt, gerne. Ich könnte es bestimmt auch googeln. Ich werde eigentlich nochmal kurz gucken, ob ich mit einem anderen Leuten noch rede. Versklavte Rebell. So wir haben dir viel zu verdanken. Ja, so versklavte die von dir gar nicht mehr aus, ne? Aber mit dir hatte ich schon überall versucht zu reden, ne? Ich bin so ein bisschen raus. Was? Tailgene? Was hat du das ein zweites Mal getwittert? Das wäre nicht nötig gewesen. Wir gehen erstmal auf die Hirschjagd. Oha. Na gut. Warum ist meine Sichtweite eigentlich so lächerlich gering? Krieg ich die. Wie viel Ausdauer hat so ein Hirsch? Oh, ist das wieder Jack und sein Leuchtturm? Da vorne müsste gleich eine Klippe sein, oder? Nein! Der hat nichts mehr. Verdammt, mir fehlt ein Stärke oder so. Nein! Alter, ist nicht euer Ernst. Habe ich den getroffen? Also, meine Sichtweite ist echt lächerlich gering, muss ich auch mal sagen. Für NPCs. Kann ich die wie hochstellen? Das ist ja schlimm. Details. Ja, sehr hoch. Video. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie nochmal in die Config-Datei gehen, weil das nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich die NPCs ungefähr einen halben Meter weit. Was? Oh, na gut. Hallo Leo. Na gut, dann hat das Filter vielleicht auch was gebracht. Ich stehe korrigiert. Kannst du mir kurz den Bash-Skript verraten, mit dem man einen Ort dann durchsucht, jedes Mal für jede Datei eine andere Datei kopiert und mit gleichen Namen an einen anderen Ort einfügt? Weil ich habe kein Python auf den Rechner hier und ich bräuchte das mal kurz, um mal eben alle Dateien durch. Alle Tondateien des Helden von diesem Mod, den ich hier noch zu sich. Was ist denn das da? Oh nein! Ach scheiße, die vergiften, wa? Werde ich daran sterben? Aua! Was ist die Frage, wie lange hält denn das Gift jetzt? Oder muss ich jetzt 20 Heiltränke trinken? Wie gut halten eigentlich Fleisch? Das hört das aber nochmal auf. Wie esse ich denn? Muss ich das auf die Leiste ziehen, um das zu essen? Also, das vielleicht bald rauskriegen. Oh oh. Schneller! Ich werde wohl einen Heiltrank trinken müssen. Okay. Na gut, soviel dazu. Was, wenn du nur kopieren willst, reicht auch Copy-Quelle. Nee. Wenn ich mit DOS, mit Windows. Aber es ist folgendes. Das Archiv, wo die Tondateien drin sind von diesem Mod hier. Das sind 1214 Dateien, habe ich ausgemessen. Und ich habe eine Ersatzdatei eingesprochen, die einfach nur so ein ganz leises Räuspern ist. Die habe ich gemacht, damit ich... Oh, kann ich einen Schrein von Windows beten? Die habe ich gemacht, damit ich quasi meinen Einsatz mitkriege. Fleischschwanz-Ragout, sehr lecker. Enos! Was gehören das hohe, nee, das alte, das Wissen über die alte Magie, das hohe Wissen, hohe Wissen? Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Was? Was? Wie jetzt? Ich kann Innos anrufen und der macht? Gewähre mir die Kraft deines Segens.
Vergiftung heilen, das bräuchte ich tatsächlich mal, aber es kostet 1000 Gold. Gewähre mir mehr Lebenskraft? Gewähre mir Lebenskraft. Also so läuft hier Leveln oder was in diesem Spiel? Was? Lebenskraft 80? 20 Lernpunkte? Wie jetzt? Warte mal, das hier klingt irgendwie, also entweder das gibt nur 80 Lebenskraft oder es gibt wirklich 8080 Lebenskraft, das wäre dann ein bisschen OP. Wie viel Gold habe ich denn, bevor ich hier zu innen ist es? CD-Prompt ist für mich ein DOS-Simulator. So ein Batch-Datei. Nee. Weißt du, dass bis heute auf Windows-Servern, zumindest welche, die auf meiner Arbeit stehen, lustige Batch-Skripte verwendet werden, um den Netzwerkordner einzubinden? Nix Gruppenrichtlinie? Nee, das geht doch so. Nee, auf jeden Fall habe ich all diese Dateien rauskopiert und würde jetzt ein Batch-Skript drüber. Also ich hätte ein Python-Skript drüber laufen lassen, weil ich mich mit Python gerade ein bisschen besser auskenne. Und der dann halt einfach nur für jede Datei den Dateinamen nimmt und die Datei, also meine Räusper-Datei, kopiert. Wenn man an anderen Orten diesen Namen ablegt, damit ich dann danach 1214 mal die gleiche Datei habe, einen Räuspern und andere Dateien, damit ich dann zusammen dieses Archiv packen kann. So ist immer, wenn hier der Held, der von diesem Mod nachgesprochen wurde, was sagt, ob so ein kleines Räuspern kommt und ich weiß, dass mein Einsatz ist. Und dann fange ich davon. Wie viel Gold habe ich? Ich habe auf jeden Fall ein Schild bei, das ich nicht tragen kann, weil ich keine Schild. Aber ich sollte. Abgetragene Schattenrüstung. Sie bietet kaum noch Schutz vor äußerer Einflüsse. Warte mal, das ist doch die Rüstung, die ich. Wo ist denn hier? Oder wo sehe ich denn bitte schön, was ich anhabe? Bin ich jetzt doof? Offensichtlich, aber. Hä? Kann ich die rechtsdicken? Also, man kann sie nicht einfach auf den Helden ziehen, aber auf die Leiste will ich sie auch nicht. Hä? Nein. Innos! Ja. Ich habe den Eindruck, dass mit Innos zu reden jetzt nicht so sinnig ist. Experte. Okay, ja, das alte Mission, ne? Beschwörungsmagie, Magie der Herrschaft, jo. So, Kampftalente, habe ich keine. Sehr gut. So. Wo ist jetzt bitte schon meine Ausrüstung? Also, woran erkenne ich das? Dass ich ausgerüstet habe? Also, habe ich die Rüstung jetzt an? Ich kann nicht hin und her schieben, aber... Goldwert 1 übrigens. Das ist jetzt die Rüstung, die ich von Diego bekommen habe, oder nicht? So, ich kann übrigens schon Fernheilung. Achso, genau, einmal. Und Innos. Innos schenkt den Menschen das Licht, damit es die Dunkelheit Belias vertreibt. Nett von ihm. Aber wir haben übrigens 585 Gold. Ich könnte also in der Tat was leveln, weil ich habe auch 20 Lernpunkte. Kurze. Ob das gleich teurer wird, nur weil ich von Innos seinen Altar gestohlen habe? Innos! So, Wir können bei Innos Lebenskraft kaufen. Und zwar ja nicht wenig. Ich könnte 80 mehr Lebenskraft kaufen. Aber habe ich denn eigentlich 20 Lernpunkte? Das ist voll viel, falls ich Level 2 bin. Gewehr. Ich will eigentlich nicht schon wieder zaubern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Krankheit heilen klingt halt echt nützlich. Das Problem ist, es ist halt auch echt teuer. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. So, Flammenwelle. Das Ding ist alles sehr interessant, das ist bloß leider zu teuer. Gewähre mir Ausdauer. Will ich das wirklich? Also die Preise sind strikt linear, ne? Gut, dann gebe ich mal gerne das Geld. Gewehr. Dann gebe ich mal für 10 Lebenskraft hier was aus. Ups. Und Ausdauer. Gewehr. Dann machen wir mal Ausdauer. So, zack. Ist natürlich auch schön, dass ich bei Innos einfach einkaufen kann. Also nichts mehr mit, wir beten zu Innos und gucken mal, was passiert. Nee. Wir gehen hin, rufen einen Preis auf, das passiert einfach was. War nicht schlecht. Weißt du, bis heute schon, du bist... Ach, doppelte Gradation, also du bist also wesentlich älter geworden als das. Nee, wesentlich jünger. So, ja, wir haben jetzt mehr Ausdauer und Dings, ne? Wir haben jetzt... Weil ich habe gerade 80 Leben... Nee, ich habe 40 Lebensenergie gekauft. Das ist gar nicht mal so viel. Warum sind die anderen... Das ist eigentlich total paradox. Warum sind die anderen Skills eigentlich so billig? Weil das ja kostet ja... Ich habe es auch noch nicht rausgekriegt, wie ich Sachen aus dem Inventar benutze, ne? Quick Save. Was, das klingt für dich sehr nach Overthinking? Natürlich kostet das natürlich wieder Overthinking. Ich weiß auch, dass es mit Bash geht. Ich habe bloß leider vergessen gerade wie. Ich habe sowas schon mal gemacht. Ich hoffe, da vorne ist gleich eine Kante und die Viecher können nicht weg. Nein, sie sind intelligent, so ein Elend. Ist ja ernst. Haha, mit viel harter Arbeit habe ich diesen Hirsch. Da fällt mir gerade ein, ich wollte den Shortcut noch nachgucken für... Ach, das ist, hätte ich eine Config-Datei machen müssen. Das hätte ich mir mal aufschreiben sollen beim letzten Mal. Ich glaube, ich muss wirklich die Sichtweite erhöhen. Das ist ja schlimm hier. Also das ist die Tatsache, dass ich hier die Viecher nur so 3 Meter weit sehen kann.
weiß nicht, ob das hinter großen Ständen zu Frame-Problemen führen könnte, aber jetzt aktuell habe ich 100. Und ich glaube, ich könnte durchaus mir vorstellen, etwas weiter Charaktere sehen zu können. Ja, ich glaube, ich passe hier nochmal die Config-Datei ein. Das geht ja gar nicht. Ich sehe nichts hier. Okay, also ich glaube, das mit dem Bogen, das Thema können wir begraben. Ich versuche jetzt diesen... Was ist denn das da überhaupt? Was soll das sein? Ist das ein Scavenger? Das ist übrigens sehr schön, dass es auf einmal... Scavenger droppen nur einen. Das Scavenger, die mich also die sich wehren, die machen übrigens nicht mehr das coole Geräusch von früher. Ich dachte, wir hätten einen Mod installiert, dass die Viecher die alten Sounds haben. Wer ist denn das da eigentlich noch? Oder sind das Banditen, die mich eventuell jetzt gleich angreifen werden? Oder Piraten? Jetzt wirst du bluten! Das sind Piraten. Aber es kommt nur einer, das ist sehr gut. Quarks Leitwache. Oh. Ich weiß ja nicht, wer Captain Quark ist. Ich meine, das ist der Typ, der ist wirklich Captain Quark. Oh fuck. Wie viele Pfeile habe ich denn hier noch? Guck mal, das ist Piratenhändler-Quark. Macht das denn nicht mehr Schaden, je mehr ich durchziehe? Anscheinend nicht. Ich habe noch 31 Pfeile, das sollte eigentlich noch für diesen Plan hier reichen, wenn wir das machen. Was, wie viel du verpasst hast? Du hast eigentlich nur den ersten Kampf im Dorf verpasst. Ich bin schon wieder zu hoch geschossen. Wie kann denn das sein? Ich stehe da direkt vor dem Typen. Der Typ sieht aus wie ein Nadelkissen. Jetzt weicht er mir aus! Quest erfolgt? Jacks Halunken? Oh. Oh, Piratenhändler Kork. Hat zwei Rüstungen bei. Sehr gut. Ich dachte, die droppen jetzt alle, ne? Ortega Zwischenhändler? Was ist jetzt der letzte noch hin? Das ist ein bisschen nachteilig, dass ich die Charaktere nicht so weit sehen kann. Ich nehme mal stark an, dass da vorne in den Leuchtturm Jack wohnt. Morgentau? Captain Kork kommt mir gerade vor. Meinst du? Wie gesagt, ich habe eigentlich noch nichts gemacht. Ich habe letztes Mal 40 Minuten gespielt und die ersten 20 Minuten davon habe ich, glaube ich, Haha! Ich korrigiere mich übrigens. Die Hirsche bringen genauso viel XP wie die Scavenger, sind aber wesentlich schwieriger zu besiegen. Aber droppen dafür doppelt Fleisch. So, das da vorne ist bestimmt Jack, oder? Mit dem können wir mal reden. Sehen wir gleich, ob ich selber nachvertonen muss oder ob das, ist das Jack? Oh, das hat sich auch verändert. Na, mein Jung, unterwegs zu großen Abenteuern? Zeig mir deine Waren. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sag ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Ich versuche gerade mal Leos Dings hier zu lesen. Das ist eine Frustration, das zum Laufen zu kriegen. Also ich habe das im letzten Stream, also könntest du dir quasi live angucken, wie ich das letzte Woche eingerichtet habe, das Spiel. Ich habe das quasi original von GOG runtergeladen, hat es kurz geruckelt, weil das halt irgendwie meine Internetleitung nie mal ausgelastet hat. Und danach habe ich die Mods quasi ebenso live ergoogelt und installiert. Also quasi könntest du dir das alles angucken. Ich müsste eigentlich noch ein Highlight draus machen, wahrscheinlich am besten. Ich glaube, das zweite Spiel, was ich hier zu nehmen gebracht habe. Was du mir zurückgebracht hast? Ach so, das war damals, wo es neu war. Also mittlerweile geht das einfacher. Ich muss das ja. Ich kaufe das einfach bei GOG für 3,20 Euro oder für was auch immer es kostet halt. Und dann läuft das aber auch, ne? Dann hebt man Teile, wenn irgendein Shader-Modell. Ah ja, die guten Shader. Ah. Ja, wie gesagt, ich habe quasi gerade angefangen. Was? Zucker und Milch machen impotent? Was? Dann bin ich mal weg. Tschüss. Egal. Ja, was? Welche Halunken? Wir haben gar nicht über die Halunken geredet. So ein Elend. Jetzt habe ich Text verpasst. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Jung. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. 100 Gold. Yay. Und 250 Erfahrung. So, kann ich jetzt bei ihm pennen, weil es ist irgendwie Nacht. Das ist, Die Nacht hat eigentlich nur den großen Nachteil, dass ich nichts sehen kann. Kann ich eigentlich wieder alles klauen hier? Also er hat gesagt, er hat nicht so viel.
Was haben wir denn hier? Trank gegen Krankheit, schwarzer Roba. Und wie das Gefühl, dass Sumpfkraut auch im Festland in größeren Mengen vorhanden ist. Feuerpfeile, ui. Und 46 Gold. Und Rohstahl. Er hat nicht so viel, hat er gesagt. Hat die Logen. Brichst du bei ihnen ein, findest du noch mehr. Ist noch mehr? Was haben wir hier noch? Fläschchen. Na gut. Ist jetzt nicht so gut, aber. Bett. Oh ja, das sieht total gemütlich aus. Was mir jetzt gerade so einfällt, die haben doch quasi schlafende Betten gefixt in Gothic 3. Also das ist ein gelöstes Problem. Warum zur Hölle haben sie es denn Alex wieder so gegen den Baum gefahren? Das spielt so. Achso. Ich dachte gerade, dass da hinten ist die Sonne, aber das ist nicht die Sonne. Das ist die Bubble. Wahrscheinlich, was der König gemacht hat. Das wissen wir zwar noch nicht gar nicht, was er gemacht hat. Wir haben ja in der Eingangssequenz gesehen, dass der König irgendwie beim Versuch, sich gegen die Ork zu wehren, irgendwie mit seinem Magier irgendwelchen Spaß gemacht hat. So, da vorne ist diese. Ist das die Blutfliege? Kriegself. Ich will nicht schon wieder an der Blutfliege sterben, weil ich weiß halt echt nicht, wie lange das mit Gift hält, ne? Vor allem ist es eine wilde Blutfliege. Okay, oder wir hauen die Blutfliege einfach so um, dass sie sich nicht wehren kann. Da wir aber noch nicht gelernt haben, wie man Tiere ausnimmt, können wir das Vieh leider nicht looten. So ein Elend aber auch. Okay, ich glaube, in dieser Richtung ist ganz viel mehr. Wir sollten nicht mehr so weiter gucken. Das ist in die Richtung da. Was? Doch, du hast mit ihm geredet im letzten Stream. Ich hab nicht mit Jack geredet. Ich bin in die andere Richtung aus der Stadt gegangen. Das wüsste ich, wenn ich mit Jack geredet hätte. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das Questlog zu der ganzen Geschichte, wenn ich das mal finden würde, das Questlog. Wo das ist. Hier, versuche Zardas zu finden. Zardas Befehl zu schreiben, erfolgreich. Scheitert hier. Jacks Halunken. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ah, ich wusste, du wirst mir helfen, mein Junge. Das war die ganze Quest, die wir gemacht haben. So, lass uns Hirsche jagen. Ich würde übrigens mal vermuten, dass. Warum habe ich eigentlich immer noch 31 Pfeile? Ich dachte, ich hätte die gerade alle verschossen. Jawohl, wir nutzen aus, dass die Hirsche an irgendwelchen Kanten festlitschen. Ob mir irgendjemand noch eine Jagdquest geben würde? Das ist bestimmt total die Verschwendung, die Hirsche jetzt zu jagen. In Wirklichkeit könnte ich die hinterher auch nochmal jagen. Okay, ich den Pilz. Nee, Pilz kann ich nicht looten. Aber dafür den Eisenhalm. Gut, dass die ganzen wichtigen Kräuter, die hier anscheinend gebraucht werden, so weit herausstechen. Stell dir mal vor, die Kräuter werden wie klein und man müsste wie voller Kräuterkundler sein, um die wichtigen Kräuter erkennen zu können. Weil man die halt irgendwo im Unterholz findet. Was ist da vorne eigentlich für ein gespaltener Stein? Egal, da steht ein Hirsch. Hirsch! Ich glaube, der Hirsch hat mehr Ausdauer als ich. Okay, wir hauen diesen Scavenger um. Ernsthaft? Oh, jetzt. Also, ich beginne zu ahnen, warum die Wildschweine in diesem Spiel so ein großes Problem sind. Die können das bestimmt, diesen Stoßangriff öfter. Oh, und würden dich dann wirklich stunnen. Ach, das soll ein Tor sein. Was? Das sind die Bubbles von Roba. Das ist wie Biopa. Also im Prinzip bist du besser als die Leute, die in Ampeln anfangen, deine Fenster zu putzen und dein Geld dazu holen. Ja, ich nehme das Geld einfach direkt. Du musst dich gar nicht damit beschäftigen, um wieder ein Portemonnaie rauszuholen oder so. Ich gehe einfach in dein Haus und nehme alles mit, was irgendwie wertvoll aussieht. Okay, es ist schon mal kein geheimes Portal. Es sei denn, wir betreten eine. Wahrscheinlich ist das hier ein Portal in eine andere Realität. Eine andere Realität, eine alternative Wirklichkeit, in der irgendeine Blume leicht anders gewachsen ist. Obwohl. Wir würden den Unterschied trotzdem feststellen, weil wenn wir nicht mehr in unserer eigenen Realität sind, müsste das ja in der neuen Realität auch noch ein... Obwohl, wenn sonst alles andere gleich ist, würde ja unser unbekannter Held genau zur gleichen Sekunde durch das Portal in seiner... in der neuen Realität, die wir betreten, laufen. Und dadurch würde die Menge an unbenannter Held genau bei 1 bleiben. Da vorne sind Wölfe. Wenn die irgendwie den Wölfen aus dem ersten Teil ähneln, bin ich jetzt tot. Ich habe mich auch nicht geheilt, seit ich... Warum habe ich echt Schaden genommen? Ich habe gegen den Scavenger gekämpft. Also, so, dieser Wolf. Oh, sieht ganz gut aus. Wahrscheinlich schüsse er mich da oben. Ja, auch nice. Okay, jetzt, okay. Kann ich das eigentlich blocken? Bestimmt, oder? Warum ist dieser Wolf eigentlich auf einmal von rot auf... Ich kann das bestimmt irgendwie blocken, oder? Ich meine, das ist ja die alternative Steuerung, die wir gerade spielen. Okay, also zwei Wölfe ist so das grob das Maximum, was ich besiegen kann.
Ich nehme mal nicht an, dass ich Lebenspunkte-Regeneration oder so einen Spaß habe. Ich habe jetzt 130 Lebenspunkte. Und das wird wahrscheinlich für die nächste halbe Stunde so bleiben. Judy, warte mal, wir haben aber Brot. Oder ich habe doch hier noch, kann ich die nicht irgendwie direkt aus dem Inventar essen? Muss ich jetzt echt auf die Leiste ziehen? Oh, das wird jetzt schon anstrengend. Fleischstanzen-Ragout. Lecker. Warte mal, das Brot heilt einfach um 10. Gebraten Fleisch. Das ist heilt prozentual. Das ist schon mal ein echter Fortschritt, ne? Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, aktuell sind die prozentualen Speisen, aber... Oh, das Fleisch heilt mich um... Ach, das heilt alles um Prozente. Ja, und Reis heilt mich um Flat 3. 5. Was ab? 40 heilt der Eintopf. Cool. Schinken heilt mich auch mehr schon viel. Erst mal den Schinken weg, dann müsste ich nicht wieder voll sein. Also hier mal, die Prozente sind vom Maximalleben. Ich glaube, du kannst Rechtsklick halten und dann Linksklick spammen für mehr Range. Vielleicht. Hallo, Hyperdice. Möchte aber daran erinnern, dass hier ist irgendwie das sieht ganz gut aus. Das ist ja das alternative Kampfsystem. Ich frage mich übrigens gerade, ob das nicht irgendwie overpowered ist, oder? Also ist irgendwie besser, ne? So, ich mache jetzt Herrscherkraut. Ich glaube, ich muss aufhören, die ganzen Pflanzen hier einzusammeln. Wenn ich das jetzt mache, guck mal, so viel Zeug wie hier rumsteht, dann werde ich diesen Ort hier nie verlassen. Dann wird der namenlose Held erstmal die nächsten 5 Nächte damit zubringen, hier irgendwie von einer Kräuterbude zur nächsten zu laufen. Also ich komme hier nicht voran, das sehe ich nicht. Ich werde hier ein bisschen alle Ewigkeit... Wer war das denn? Das hat sich fast angehört wie ein Mensch. Okay, das investigieren wir gleich, aber... Achso, die Wölfe können wir doch looten. Ich war bloß eben gerade zu doof. Na egal, wer auch immer das ist, wird bestimmt nicht gleich sterben. Ich mache gleich weiter. Ich muss mal kurz Konfigurationen umschreiben.